Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Los geht's, Felbert in Blau von rechts nach links und Borussia Mönchengladbach 2 in Grün von links nach rechts. Mönchengladbach hier mit der bestmöglichen Elf auffährt. Das ist Fukuda und Korb mal mit dem ersten Ball auf Asalari und der hat hier in der Erst gleich die Chance zum 1:0. Und das ist natürlich eine Sache für Max Martemes, der die Bälle ganz gefährlich schlagen kann. Und so kommt es auch. 1:0 für Felbert. Der Ball von Martemes eher kurz geschlagen. Und im Getümmel kann Felbert hier ganz früh in Führung gehen. Schauen wir mal, wer da noch dran war. Müsste der Top-Torjäger gewesen sein. Robin Hilger, wenn mich nicht alles täuscht, oder doch Felix Herzenbruch. Felbert sehr konsequent in den Zweikämpfen. Und jetzt mal mit Platz. Robin Hilger ist das, der Top-Torjäger, der Felberter mit einem richtig guten Abschluss von der rechten Seite. Da rutscht Ciro ja unter dem Ball durch. Dann schaut er nochmal. Spitzer Winkel und Olschowski ist da zur Stelle. Was haben die Gladbacher vor? Asalari kurz. Und dann wird es auf einmal ganz gefährlich, weil Hetemi ein bisschen unkonventionell klärt. Oftmals ganz, ganz gefährlich. Gerodia, Ranos, jetzt mal Andreas Korb. Hat ein bisschen Platz, schickt Ranos. Immer noch Ranos! Und der macht hier den Ausgleich. Mit dem zweiten, dritten gefährlichen Abschluss der Gladbacher, das 1:1 durch Grant Leon Ranos. Korb hat den Ball weitergeleitet, gute Drehung, einmal angetäuscht und dann abgezogen. Ganz präzise, ganz überlegt. War natürlich sehr, sehr schwer zu nehmen. Der Ball für den Sechser. Und Asalari super auf Ranos. Und abseits gepfiffen. Knappes Ding. Super Ball da von Asalari auf Ranos. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schwer zu sehen aus dieser Perspektive. Müssen wir den Schiedsrichtern vertrauen. Hat so einen auch zuletzt sogar direkt verwandelt. Der kommt auch sehr gut, der Ball. Wieder auf Herzenbruch. Diesmal landet der Ball nicht im Tor. Aber schöner Eckball. Und wieder Jacob Italiano. Der bekommt immer mehr Selbstbewusstsein und Ranos! Korb legt gut ab, Ranos schließt nicht schlecht ab, aber eben nicht gut genug. Hier Italiano mit dem klasse Dribbling und der Abschluss, da will Ranos es zu präzise machen. Und Olschowski wird davon mehlig angerannt. Und jetzt wieder Platz für Gladbach. Ranos auf Julian Korb. Korb auf Büyük Aslan. Ja.
Und Felbert drückt weiter. Ball kommt zu Kaya. Der hat jetzt Platz. Kaya, immer noch Kaya. Wahnsinn. Felbert gibt sich nicht auf. Wichtiger Klärungsversuch für Felbert. Büyük Arslan. Und Jovic fängt da die Flanke und Naderi verpasst nur ganz, ganz knapp. Punkte für den Klassenerhalt. Um nicht weniger geht es hier heute. Nochmal die Freistoßsituation. Italiano und Mika Schröers und das ist Botelli. Aber auch hier auf Abseits gepfiffen. Winsley Botelli schießt das Tor, doch es zählt nicht. Der Freistoß, also wohl die letzte Möglichkeit hier in diesem Spiel, in diesem Abstiegskrimi, der gerade hinten raus fast schon dramatisch wird. Kemper mit dem Ball, der sieht zu kurz aus, ist auch zu kurz. Bekommt da nochmal die Chance. Kemper, nein. Es bleibt beim 1:1 hier bei der Partie zwischen der SSV Gefelbert und der U23 von Borussia Mönchengladbach. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.